dusselig! Verschwinde! Kann es sein, dass du auf Jungs stehst? Da siehst du echt gut aus. Also ein freundschaftlicher Fühlkuss. Ja. Das wäre auch super, wenn du niemandem sagst, dass ich wieder hier bin, weil ich hab einfach keinen Bock auf Streit. Hey, Doreen. Hi. Cool, dass du da bist. Ich habe keine Lust auf so eine Pornoscheiße hier. Es war so peinlich. Just und ich haben auf dem Zimmer Fotos gemacht für den Fotowettbewerb. Und ich hatte halt ein Kondom dabei, weil ich einfach mein erstes Mal hinter mir haben wollte. Und ich hab's halt dann rausgeholt und ja, dann sind wir uns halt näher gekommen und es ist passiert. Und dann kam Frau Ostermann rein und hat uns erwischt. Und jetzt hat sie mir den Kontakt zu Just verboten. Aber du fliegst nicht. Nein, aber ich darf Jost nicht mehr sehen. Und wie war's? Das war nicht schön und es hat wehgetan. Aber das ist wie Pflaster abreißen. Es tut beim ersten Mal weh und dann wird's besser. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want more. Hi, ich sollte herkommen. Ich hab mir heute was für uns ausgedacht. Ich hab was gekocht. Dann müssen wir nicht mit den anderen zusammen essen und haben ein bisschen Zeit für uns. Das ist richtig lieb von dir. Aber ich kann das nicht essen. Warum kannst du es nicht essen? Also wir können ja die Soße einfach weglassen und immer noch zusammen essen. Ich hab mir so Mühe für die Soße gegeben. Wo ist dein Problem mit der Soße? Ich esse kein Fleisch. Warum sagst du mir nicht vorher? Ich hab mir so lange jetzt so Mühe gegeben, diese Soße zuzubereiten. Scheiß, weißt du, Nudeln, es dauert 5, aber die Soße, da war richtig Mühe mit drinne. Wir können es doch immer noch zusammen essen. Ach, dann kann ich es gleich wegwerfen, weißt du? Richtig toll. Mann. Ich meine, es tut mir total leid, dass Stanley sich so viel Mühe gegeben hat und mir was Leckeres kochen wollte. Es ist echt süß, aber ich kann einfach kein Fleisch essen. Ich meine, ich weiß, alle denken immer, ich wäre voll reich und oberflächlich. Ja, ich bin schon ziemlich reich. Aber es ist einfach so, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo es immer einen großen Überfluss an Fleisch und Essen gab. Und ich kann das einfach nicht und ich werde das nicht unterstützen. Es lief so gut mit Cheyenne. Wirklich, ich glaube, wir haben da eine Verbindung. Ich glaube, ich habe echt Gefühle für sie. Und jetzt macht sie so einen Arschloch-Move. Ich als Mann, koche für sie. Ich koche für sie. Und das ist ihre Dankbarkeit? Das? Wirklich, wow. Ich bin einfach enttäuscht. Ostermann? Hier. Hi. Hi. Meine Fotos für den Wettbewerb. Ja, danke. Dann bist du ja die erste Person, die abgibt, ja? Und denken Sie dran, Sie haben sie zu früh nach Hause geschickt. Es kann nur einen Gewinner geben. Ja. Ciao. Ich habe jetzt eingesehen, dass ich gewirkt haben muss wie ein Stalker. Das ging echt zu weit, aber so einfach lasse ich mich von der Klasse nicht abwimmeln. Ich habe auch Fotos für den Wettbewerb gemacht mit Jolene und die werden alle umhauen. Drexler? Ja? Hast du eigentlich ein Lieblingsessen? Stanley und ich waren zusammen oft, warte, mein Lieblingsessen. Also ich ja, ich liebe Spaghetti Bolognese, denn ich liebe Nudeln. Ich glaube, ich mag Brot. Warum Brot? Kann man so viel drauflegen. Aber was anderes. Fernando? Ja? Ich glaube, ich muss dir was beichten.
was ich noch keinem gesagt habe. Geht's um deinen Vornamen? Nein, um Gottes Willen. Ja, so lange kennen wir uns jetzt auch nicht. Worum geht's dann? Um was ganz anderes. Und zwar? Boah, ich versteh's. Nudeln, weißt du, was ist an Fleisch verkehrt? Warum filmt ihr mich eigentlich? Ich verstehe das nicht. Es ist eine Situation, in der ich auch eigentlich für mich sein möchte. Ach, Georg, was machst du denn, Georg? Hä? Du. Oh. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Oh, Schatz, das tut mir leid. Hast du denn keine Rhino-Shield-Schutzhülle? Nein. Ich habe eine Rhino-Shield-Schutzhülle und damit wäre das nicht passiert. Kannst du fallen lassen, wie oft du willst. Geh fehlersicher. Ja, was ist denn eigentlich mit dir? Cheyenne ist eine von denen, die meinem Essen das Essen wegessen. Eine Vegetarierin. Die ernährt sich von Gras. Ja, die will nur Gras essen. Das ist so ungesund. Und du stirbst viel früher. Man braucht Fleisch, um ein richtiger Mann zu sein. Sie wird ihre Haare verlieren. Ich will doch keine Frau mit einer Glatze. Leute, also das stimmt eigentlich alles gar nicht, was sie da... Also eigentlich ist es bewiesen, dass Vegetarier und Veganer deutlich länger leben als Fleischesser. Wirklich? Und es ist auch eigentlich sehr gut für diese Gesundheit. Okay. Und man kann auch die fehlenden Proteine durch Hülsenfrüchte aufnehmen. Es war super spannend, was Georg mir gerade alles erzählt hat, dass man seine ganzen Proteine durch Hülsenfrüchte zu sich nehmen kann. Und ich hab Cheyenne komplett missverstanden und mich verhalten wie ein Vollidiot. Alle denken so falsch von ihr. Sie ist keine abgehobene Bitch. Sie ist echt toll. Ich muss jetzt suchen gehen und mich entschuldigen. Jeder macht mal Fehler. Ja. Da es dein erstes Mal war, meinst du, er hat einen großen? Keine Ahnung, ich habe gar keinen Vergleich, Leda. Aber eher so zwei Hände oder so eine. Was, dreckig? Nein. Wollte er, dass du ihn Daddy nennst? Nein. Hast du geschluckt? Doggy-Style oder? Weder noch. War er komplett rasiert oder nur so ein bisschen? Können wir kurz reden, Cheyenne? Könntet ihr vielleicht ganz kurz rausgehen? Sicher. Ja, okay. Los mit es. Ich habe mit Georg geredet und hat mir viel über Veganer erzählt. Viele Dinge, die ich gar nicht wusste. Man kann sich im Endeffekt seine ganzen Proteine mit Hülsenfrüchten zu sich nehmen. Und es gibt viele Ersatzstoffe. Ich möchte mich auf jeden Fall jetzt auch bewusst ernähren. Und es tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe. Das war nicht in Ordnung. Oh, irgendwie sind die süß. Ja, aber es ist Stanley. Ich finde es süß, dass du das sagst. Und ich weiß, du wolltest nur das Beste und... Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ja, ich weiß. Es tut mir auch leid, wenn ich dich verletzt habe. Können wir es einfach vergessen? Ich kann es vergessen. Oh, das sieht aber süß aus. Wie goldig. Oh, ich hätte das nicht gedacht. Auch nicht. Der Kuss mit Cheyenne war irgendwie besonders. Es war viel intensiver. Ich habe es viel mehr gespürt. Vielleicht bin ich... tatsächlich verliebt. Keine Ahnung. Irgendwo ganz tief in mir drin glaube ich ja nicht, dass Stanley wirklich so ein Fuckboy ist. Er hat so eine ganz andere Seite, die ich jetzt an ihm kennengelernt habe. Und ich hoffe wirklich, dass das nicht nur Show ist, um mich ins Bett zu bekommen. Ich mag ihn wirklich. Ich habe das wirklich noch gar keinem gesagt. Also... Was jetzt genau? Ja, ich habe schon länger so ein Gefühl, wo ich aber nicht länger drüber nachgedacht habe. Es ging ja auch nie um mich, aber seit gestern, weißt du, ich sag's einfach raus. Ich glaube, ich mag dich. Oh, danke. Ja, also nicht so als Freund, sondern schon so ein, na, ich bin mir einfach nicht mehr sicher, ob ich auf Mädchen stehe oder nicht, oder... Und, ja, zum ersten Mal frage ich mich, wer ich eigentlich bin. Okay. Wir sollen in den Versammlungsraum. Wurde gerade in die Klassengruppe geschrieben wegen der Fotos. Ach, weißt du, ich würde einfach vorschlagen,
dass wir die Versammlung schwänzen? Herr Prostermann, ich habe Ihnen gerade noch die Bilder von Just und mir geschickt. Ah, danke dir. Ich bin durchweg positiv überrascht, was für tolle Leistungen ihr in den Projekten gezeigt habt. Es ist wirklich unglaublich. Also ihr seid ja doch zu was Nutze. Also wirklich top. Und es gibt natürlich einen Sieger und der hat etwas ganz, ganz Besonderes geleistet. Was? Sorry. Wie können Sie ihn jetzt wieder hierher bringen? Wissen Sie, was er mit meiner Freundin gemacht hat? Ich. Entschuldigung? Ja. So viel Autorität. Wow. Ich kann es überhaupt nicht fassen, dass Zeus wieder zu uns zurückgelassen wurde. Ich meine, durch Stanley konnte ich das meiste schon wieder vergessen. Aber in dem Moment kam alles wieder hoch, als er reingekommen ist. Er hat mich festgehalten und gestalkt und jetzt ist er einfach wieder da. Ja, es war ein Fehler, eure Mitschülerin nach Hause zu schicken. Oh ja. Denn schaut euch mal dieses Foto an. Ach. Zeus und Jolene. Er ist, sie ist in der Badewanne. Das ist ein sehr, sehr besonderes Bild. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Er macht einfach weiter mit seinem Stalking. Nein, warte. Also, ich kann das alles erklären. Ich möchte mich bei euch allen entschuldigen. Ich habe mich jetzt komplett geändert und ich will Künstler sein und deswegen habe ich dieses Foto mit Jolene gemacht. Was für Künstler? Naja, das ist halt, ja, ein romantisches Foto. Wir haben zu zweit ein romantisches Foto gemacht. Picasso und wir haben jetzt ja auch gewonnen. Also, das ist ja ein Kunstfoto. Von uns beiden. Aber sie ist in der Badewanne, das ist doch meine Freundin. Naja, es ist halt ein romantisches Foto. Es ist ja für den Wettbewerb, für Zweisamkeit. Für den Wettbewerb. Es ist creepy. Das ist doch nicht, es ist Kunst. Nein. Egal, Leute. Auf jeden Fall, dieses Foto ist ja, das Siegerfoto des Wettbewerbs. Und deshalb gibt es für Zeus und für Jolene ein Candlelight-Dinner heute Abend. Wirklich? Wirklich. Ein Candlelight-Dinner. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja super romantisch. Ja. Ich rufe sie gleich mal an. Vielen Dank, Frau Ostermann. Danke, Frau Ostermann. Jolene? Du, Drechsler. Hast du dir schon mal überlegt, vielleicht erstmal auszuprobieren, also einen Jungen zu küssen? Würdest du? Du kannst es abgeben! Kennen! Du kannst es abgeben! Ich habe das Gefühl, ich muss abbrechen. Ich kann keine Lehrerin sein. Es geht nicht. Du hast mich lang genug wie Scheiße behandelt. Du bist kein Freund, du bist ein Arschloch.